Ist doch noch bei 1. Ja, meine Brille. Immer noch nicht. Ist noch rot. Jetzt. Hallihallo, meine lieben Freunde. Nochmal? Hallihallo, meine lieben Freunde. Das hat dich keiner verstanden. Nochmal. Hallihallo, meine lieben Freunde. Was sagst du? Wir sind live bei Chrissy und Daniel. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht. Hallihallo, meine lieben Freunde. Was? Wir sind live bei Chrissy und Daniel. Das stimmt doch gar nicht. Und den Kills. Jasmin, hi. Dave, hi. 29.11. Hi, Leonie, hi. Das wollten wir abschaffen. Hi, Melodie, hi. Dani, hi. Sarah, hi. Nikolas, hallöchen. Thomas, hi. MK, hi. HSV, hi. Caro, hi. Halli, hallo. Oh, hallöchen. So. Guten Abend, Sophie. Sophie, hi. Jetzt sind sie alle ruhig. Hallo, Gerd. Gerd, hi. Papa. Nein. Es ist nicht da. Falsch verbunden. Papa? Du bist falsch verbunden. Heute Morgen gut aufgewacht? Das war gestern. Das Video war von gestern. Haben wir gestern gemacht. Sehr witzig. Jawohl. Tic-Tac, Dave, lass das sein doch. Das ist gemein. Jasmin, jawohl. Die Pool, die... Ole, hi. Küchenpool. Familie. Das hier. Ohne Pool. Oder was? Jawohl. So. Lars, hi. Leo, was? Mit dem Tagesvideo gestern. Hallihallo, mein lieben Freunde. Wieso schläft Sen auf dem Boden? Das kann er euch ganz einfach erklären. Er hat im Moment gerade keinen Bock auf sein Hochbett und hat die Matratze einfach runtergelegt. So frech war der. Genau, ja, Dani ist beantwortet. Genau. Und dann Ajax Amsterdam. Schlaf. Dann kommen die zwei alten Leute in den Zimmer rein, tröten oder hupen da was auch immer. Ich bin wach. Am schlimmsten war Emilio, der hat uns dann verarscht. Die zwei wecken uns zwei einfach in unserem Schönheitsschlaf. Hauptsache schlafen, Caro, genau. Also, dann fehlt euch noch ein bisschen Schönheitsschlaf. Und ich hatte nein, es gibt Dani, das ist ein ganz schlechter Tipp. Es wird kein Wochenende geben, wo die Eltern ausschlafen wollen, nein. Wir lassen ihn nicht ins Bett. Echt, Leo? Warum sollen wir ihn nicht ins Bett lassen? Ja, Leo. Genau so ist es. Aber Papa, es gibt trotzdem noch Mittagsschlaf, ne? Nein. So, Leute, wir drehen mal wieder am Rad. Heute haben wir, weil ihr es euch letztes Mal gewünscht habt, was drauf, was da einer vorliest. Ich kann auch die Flex holen, dann gibt es kein Hochbett. Hi, Leo. Kann ich auch mal. So, er liest denn vor, was auf dem Rad steht heute? Spacey, danke für die Truhe. Bedankt euch bei Spacey, macht ihn das bloß nochmal weg. Entschuldigung, dass ich da reinrede, aber jetzt kannst du reden. Einmal Magie. Einmal Magie, einmal Muscheln. Einmal Barbecue, einmal Tomatenmark. Einmal Flaumus. Mayo, Glück, Knoblauch, scharfe Soße, Gewürz, Ketchup, Senf, Butter, Jellybean. Nochmal Magie. Was mag ich am meisten? Gar nichts. Leute, Flaumus hat es dann ja rausgeholt. Oder wundert sich auch noch. Also für einen Corgi dreht der Luis wieder. Für eine Ente dreht der Emilio Boxhandschuhe. Der Stanley wie gewohnt. Igel brauchen wir wie immer eigentlich nicht. Hi Mary. Bei einer Geldpistole entscheidet ihr, wer dreht. Das zählt dann doppelt. Und Riesenrad ist einmal komplett durchmachen. Kai, hi. Ja, ich habe Flaumus rausgeholt, aber nur durch euch. Aber wenn ihr Boxhandschuhe schickt und ich auf Flaumus komme, bin ich sauer auf euch. Auf denjenigen, der die Boxhandschuhe schickt. Warte mal, einmal Runde mittler für Sandy. Ich habe den einmal vergessen. Johannes, ich bin mir nicht sicher. Sag erstmal das Angebot. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wie alt sind die? Bei 12, 12 und der gerade weg ist 13 und ich bin 25 oder 28. Alter. So, wie Sanja auf Flaumus dann kommt, kann er sich gar nicht die Namen merken. Flaumus mag der Sandy sehr, sehr gerne. Ja, hat auch selber genau rausgeholt, Leute. Also, das ist der Beweis. Vor allem Papa sagt so, ich muss einfach kein Flaumus drehen. Dann so, ich lese natürlich. Jawohl, Leonie, ist es. So viel Glück, wie ich immer habe. 25 ist voll stabil, ne? Ich habe mich gut gehalten. Also 25, 28, könnt ihr euch aussuchen. Also Chrissy geht es mittlerweile langsam ganz gut, Marion. Ab und zu ist sie auch schon wieder mit im Live.
aber sie entscheidet das dann halt spontan. Emilio hat am 5.12. Geburtstag, er ist der Nächste. Dann wird er auch 12. Leute, Papa ist so alt. 90 durch 2. Quatsch. 45. Kann nicht sein. 72, Melody sowieso nicht. Daniel ist 45, Leonie, nein. Bisschen Hardy, nein. 72 ist ein bisschen zu viel. Ein bisschen. Wollte schon sagen. Es ist nämlich 90. Wo wart ihr gestern um 8:30? Zu wenig, ja. Abends oder mittags oder morgens? Was? Gestern um 8:30? Warte mal, jetzt habe ich das nicht mehr gelesen. Warte mal ganz kurz, Johannes. Nein, nein, Johannes. Nein. Nein. Daniel hat das dezent überlesen. Mary, nochmal, was habe ich überlesen? Das kam jetzt gerade alles ein bisschen schnell, deswegen musste ich ein bisschen scrollen. Abends wegen Wörterraten. Ach, wir hatten Besuch. Leute, ich habe es nicht geschafft gestern. Ah ja. Oh. Aber wir machen nächsten Freitag da ganz normal weiter. Spacey führt mit einem Punkt. Und dann gewinnt er vielleicht das nächste Wochenende oder auch nicht. Ach übrigens, Leute, ich habe ja gesagt, ich hole einen Eimer, aber... Die Wassermelone, nee, Mary, habe ich nicht überlesen. Nein, ich hätte noch nicht mal ein Schnapsglas da. Tatsächlich. Oh. Ich habe Angst vor was. Ich habe keine Angst. Bei uns leben 4 Jungs. Mhm. Buddy. Und 2 alte Leute, die über 3, über... 50 sind. Oh je. Number one. Spacey, nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen Planet. Der November ist Gott sei Dank fast rum. Ein Wasserglas tut's auch, Mary. Jawohl. Papa. Ist klar. Denk mal eben an den 29. Der ist ja schon fast. Wir haben heute schon den 21. Hi, Björn. Ihr seid eine dufte Familie. Vielen Dank. Was steht auf dem Rad heute, will Mary noch mal wissen? Kann das noch mal einer vorlesen? Wo ist der Hund? Der ist hier im Flur, liegt da oben rum. Vorlesen? Ach, nein, Lea. Andersrum. Einmal Magie. Magie. Magie, Muschel, Barbecue, Tomatenmark, Pflaumus, Mayo, jo. Glück, Knoblauch, so, Knoblauch, Schafsoße, so. Gewürzketchup, Senf, Butter. Lea, Chilin, danke. Nochmal drehen. Und Magie. Zurzeit teilt sich Luis und Stanley das Zimmer. Hallo. Nein, Johannes, also ganz ehrlich, nein. Nein, nein. Für ein Motorrad vielleicht, aber für eine Wassermelone, nein. Das ist mir zu krass. Was? Ja, so ein Glas mit Magie. Habe ich das gesagt? Das Motorrad ist genauso viel wie das Riesenrad. Ja, aber es ist mir egal. Das ist voll eklig. Musst du trotzdem das ganze Rad machen? Ich will ja nicht, ich will's ja nicht machen. Ich bin Motorrad, musst du trotzdem das ganze Rad machen. Du hast es aber gesagt. Salzgurken mit aufnehmen? Salz mit Gurken. Nein, Salzgurken. Eingelegte Salzgurken. Siehst aus wie 40, danke Lea. Das ist mal endlich mal was Positives hier. Jetzt fühle ich mich wieder gut. So alt ist er aber nicht, der ist nämlich 45, der alte Opa. Alter, solche Verräter hier. Wir zählen immer alles, ja. Ja, ja. Wir haben keine Salzgurken, wir haben nur Gewürz. Rotkohl. Aber nee. Die sind so eklig, Björn, ja. Kann ich mir vorstellen, dass die eklig sind. Jawohl. Ich mir auch. Jawohl. Rotkohl. Warte mal kurz. Jawohl. So. Du bist auch 42, siehst du, Björn. Er ist aber 45. Er ist aber 45. Nein, nicht der ganz Große mit Luis, nein. Ist so nicht. Das war er, der sich versteckt da. Was? Mit mir. Ja. Ja. Ja, das ist Luis, der ist 13. 13. Was, irgendwie alles, was, das geht so schnell manchmal hier. Hallo, ihr seid ja voll schnell heute. Cooler Papa. Das würde dir alles gefallen, Dani, dann komm mal vorbei. Cool, aber eine kleine Kostprobe an dich. Cool, aber halt. Und Dani, wegen dir musste ich vorgestern, die 10 Bottle Flips machen. Ja. Weißt du, was ich hingekriegt habe? Wie viele ich hingekriegt habe? Johannes. Null. Johannes. Leute, Daniel ist 20, jawohl. So will ich das hören. Hey, Johannes, können wir uns hier was ausmachen? Dass du halt nur die anderen quälst, nicht mich. Emilius noch 11, wird aber 12 im Dezember.
Bitte? Heute mich nicht quälen? Ja, Pistole, Kai. Bitte ja. Nicht? Mimimi Stanley? Wo? Was sind Bottle Flips? Das sind diese Flaschen, die man dann hochwirft und die müssen dann stehen. Wenn sie nicht stehen, muss man es machen. Luis, dreh schon mal am Rad. Jawohl, Johannes. Das ist ein Ehrenmann. Ja. Herr Luis macht das gerne. Das war ein anderer Down. Der Tomatenmark, der ist scharf. Oh, das ist aber wirklich Mitte. Das ist Mitte. Wirklich? Das ist wirklich Mitte. Das ist echt Mitte. Als ob er so viel Glück hat. Das ist so eine Scheißmütze. Also, komm. Das ist was Gutes. Nein, Ricky, das singen wir nicht. Was denn du? Er hat trotzdem... Wir nehmen den scharfen Tomatenmark, Leute. Also, darfst du, klar darfst du. Ja, sicher darfst du. Luis, komm mal an meine Seite, komm. Was ihm zusteht, komm zurück. Ich weiß nicht, wollen wir den großen oder einen kleinen Löffel nehmen? Nimm doch irgendeinen jetzt, Alter. Okay. Das stimmt nicht ganz, Paddy. C ist nicht 35, sondern 34. Mhm. Wir brauchen kein Handherz, Ricky, nein. Oh. Ich hätte ja gern Eimer geholt, aber es ist keiner mehr da. Grüße zurück, Robert aus Freiberg. Alter. Aus Döbeln haben wir auch einen, den Lux. Der wohnt auch in Döbeln. Da kommt der Propeller. Du willst gerne mitmachen, Lea? Ja, dann musst du einfach nochmal vorbeikommen. Nicht lang Chrissy schlagen. Ist heute erstmal raus. Du ah, jetzt ist in meinem Mund. Ich bin ein Mann. Nein, Mary machen wir nicht. Ja, nicht. Alter, scharf! Ja, Luis, aber heute hast du zweimal! Achso, zweimal. Das war eine Geldpistole, ja. Eine Geldpistole. Ja. Luis tanzt, als wenn er aufs Klo muss, ja, ja. So ungefähr. Oh, muss der Ronny, hi. Machen? Oh, ey. Und nochmal eine Geldpistole, Johannes. Oh, oh. Johannes. Das wird hart für Luis heute. Johannes. Aus Freiberg, Sachsen. Schwer, Mann. Armer Luis, ja, der schafft das schon. Er ist doch ein Mann. Mich hat ein bisschen hintergeschoben. Alter, keine Gnade. Keine Gnade. Hör mal, du kommst viel näher, Alter. Zum Arbeiten im Heuerstein. Du gehst auch und Webelplatz. Weil Leute, macht mal langs leiser jetzt. Ganz kurz mal, ich kann gar nicht mehr reden. Da sind wir auch oft einkaufen, Robert. Dann kennen wir uns bestimmt schon. Luis muss aufs Klo, ja. Ich glaube, nach dem Live bestimmt. Luis muss nach Knochen los. Den Tanz. Schaff? Ja. Also. Nein, Johannes, nein! Alter! Johannes hat sich nicht was von Ehrenmann gesagt und so? Ehrenmann, Ehrenfreund. Was ist los? Luis, du noch mal drin! Ah, Patrick! Das zählt vierfach! Und dann noch mal. Nochmal drehen. Und noch ein Igel. Ja! No! Oh, scheiße. Glück! Ja! Ja, Johannes! Null! Glück! Autsch! Und ein Igel jetzt nochmal. Johannes, tut mir leid. Tomatenmark. Ich mache immer Johannes, Johannes, weil ich es kann. Erst richtig dann du, dann... Wenn du dann dran bist, dann... Der Löffel kam am Hinterkopf raus. Den Emilio reichern. Mom. Perfekt, du hast richtig reingeschossen, ne? Tada! Machen wir den Lappen hier. Oh. Oh, ist der Tomatenmark da? Aber Tomatenmark geht, aber der ist scharf. Der ist wirklich scheiße. Scharf. Der ist scharf, der brennt. Und der geht gar nicht, Alter. Und geht eben nicht. Puh. Alli, hallo. Kleiner, vierfach Glücksbasy. Hier. Mich könnt ihr nicht ärgern. So nicht. Ein Corgi für Luis, Boxhandschuhe für Stanley, Enten für Emilio. Für mich bitte keine Igel. Doch. Und bei einer Geldpistole dürft ihr entscheiden, wer dreht, was er dreht wird. Zählt doppelt. Beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad einmal abarbeitet. Ey, Papa. Ja. Nee, Follower. Ich weiß, warum ihr nichts für mich schickt. Ja. Angst. Moin, Gullisierung. Das war so nicht abgemacht, Johannes. Es tut mir leid. Aber ich habe gesagt, ärgert mich nicht. Ärgert mich einfach. Jetzt müsst ihr ihn ärgern. Jetzt hat er sich für vermisst. Daniel plus Riesenrad. Nein. Nein. Igel für Papa Daniel plus Riesenrad. Hier mal Glück. Jetzt aufgebraucht. Ja. Tabasco haben wir gar nicht da, Kai. Was ist das? Das ist Tabasco. Scharfes. Tomatenmark mit Tabasco. Ja, Johannes, echt jetzt. Ich dreh wieder Glück. Leute, ich dreh wieder. Hört auf. Nein, tut er nimm nicht. Nimm den Luis oder Stanley oder Nein, Emilio. Nimm den Emilio oder Stanley.
Daniel, die waren nimm am besten nicht mit. Nimm am besten nicht mit. Juliano, hi. Mach's ruhig für Papa. Schön, dass ihr da seid. Nimm am besten nicht mich, denn ich war meist noch gar nicht dran, deswegen. Johannes, er nimmt es jetzt als Ausrede, dass er so viel Glück hat angeblich. Nimmt er jetzt als Ausrede. Björn, warte mal kurz, lass mich überlegen. Nein. Nein. Hi Teufel, Daniel, Teufel! Komm, dreh! Alter, Johannes. Johannes, nee, nicht noch weiter drehen. Lass mal so stehen, wie es war. Ich konnte das so ganz gut drehen. So mache ich nämlich mein Glück. So nicht. Aber sehr viel Glück, hä? Alter! Jelly piep, 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 piep. Jelly piep, 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 piep. Und gleich zwei. Oh. Jelly piep, piep. Das tut mir aber leid. Aber eins ist. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen langsam. Ich mach mal noch mehr rein, oder? Da wer war das? Mann? Reindrehen, Papa. Hilft nichts. Ja, Scheiße, Ei rein. Wärst du noch mal Alter, das war knapp. Worin? Hi! 15 Jellybeans sind noch in der Schüssel. Und danach haben wir noch zwei Packungen. Hast du mich erwischt, ey? Ekelhaft. Eine Runde Löffel, Papa. Er hat's angestiftet. Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Luis will unbedingt Igel haben. Er hat gerade. Igel will ich haben für Papa. Igel. Korgis. Hm? Igel will ich haben, ja. Was wäre eine Idee? Jawohl, ja. Wir sind einmal 45, 13, 12, 11 wird 12. Ja, Leo, ich bin böser Junge, ich bin ein ganz... Also bei den einen Jellybeans ist noch nicht klar, wann die kommen. Jawohl, Teufel. Teufel, genau das wollte ich. Das andere müsste morgen kommen. Wenn du das eingeschliffen hast. Dann kriegt ihn hier runter. Nein! Danke, Ina. Vielen Dank. Korgis brauchen wir, Korgis haben wir. Was hast du? Oh! Er hat so... Aber du hast kein Bier. Warum? Pech gehabt. Hab ich Mundgeruch jetzt vom Jellybean, ja? Das riecht ja nach Mundgeruch. Immer wenn ich so... Er hat Glück gehabt, Mann. Dann ist es Glück. Das ist nicht in Ordnung. Wir haben nur ein Feld mit Glück. Das ist in Ordnung. Leo, danke schön. Stanley, du bist wohl sehr nett, sagt die Lea. Aber nur wenn er schläft, Leute. Nur wenn er schläft. Ich bin immer böse. Immer, nur wenn er schläft. Ich bin immer nett. Nein, die habe ich noch nicht bestellt, Johannes. Das waren die anderen, die du mir mal schon mal geschickt hattest. Ich bin die Schafen. Ich bin immer. Warte, ganz kurz mal zu Ende reden. Johannes, die Schafen. Jetzt. Was ist mit Schafen? Jetzt kannst du. Ich bin ein sehr netter Junge. Ich lege nämlich immer die Klassenkameraden aus meiner Klasse, immer die mich nerven. Oh, das dauert zu lange. Leo, ja, nur wenn er schläft. Meine, das läuft ja dann immer weiter und du quatschst und quatschst und quatschst und du machst nur auch nur Quatsch. Leute, wollt ihr mir helfen? Wollt ihr mir wirklich helfen? Boxhandschuhe für Stanley. Enten für Emilio. Korgis für den grinsenden Luis. Igel, bitte nicht. Schaf, die sind bestellt, aber ich weiß nicht genau, wann die kommen. Wir haben da wohl Lieferschwierigkeiten noch. Schaf, Jellybeans. Alle sind immer als lieb, wenn die schlafen. Anim, Freund, Boy, danke fürs Folgen. Vielen, vielen Dank. Haben die Schafen auch irgendeinen komischen Geschmack? Du isst jetzt Armbrot, lass es dir schmecken. Das weiß ich doch nicht, ich habe es ja noch nicht probiert. Ihr habt jetzt Essen bestellt, sehr gut. Emilio soll auch mal dran kommen. Da brauchen wir nur eine Ente oder eine Geldpistole mit dem Namen Emilio. Dann dreht der... Und er dreht alles, was er dreht, er zählt dann doppelt. Für eine Geldpistole dürft ihr nämlich entscheiden. Beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Das würde bestimmt der Luis oder Stanley gerne machen. Oh, Dani. Countdown bitte. Nein, Johannes. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Trommelwirbel? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Angehascht, der Herr, das wollten wir noch. Nein, nein, Johannes, nein. Böser Junge. Johannes! Böser Junge. Nein! Ich sag jetzt einfach mal gar nicht mehr. Warum Spacey lacht sich kaputt, guck. Warum lachst du das, Spacey? Lass das. Du bist ein böser Junge. Wenn du für mich bist. Ich muss auch gleich lachen. Ich habe nur Pause, Leute. Ich bin bei der Arbeit, hab meine Spätschichtwoche und bin nur in der Pause. Ihr macht mich nicht fertig in der Pause. Die Pause ist doch. Johannes, die Pause ist doch zum Erholen.
Tja, zum Erholen. Papa, aber in der Pause kannst du doch ein bisschen essen. Die Pause ist zum Erholen, Mann. Machst du doch. Oh, noch mehr zu merken, Mark. Ich bin dran. Papa, ja, hast du noch bist du hierher kommen. Wir sind alle so lieb. Danke. Nicht. Hätte schlimmer kommen können, als gleich so Spacey auf Tomatenmarkt. Zweimal hintereinander, das Schaf. Ich esse nicht scharf, ich mag nicht scharf. Ich hab dir gesagt, du bist immer so hungrig. Ich hab eigentlich gar keinen Bock auf Schaf und auf Tomatenmark sowieso nicht. Das machst du zu. Das ist gar nicht richtig zu. Mach mal richtig. Mach mal richtig. Dann geht's von hinten nach vorne. Ach so, okay. Mach richtig. Hab ich doch. Na, Nase. Deine Nase will auch essen. Ja, richtig. Oh. Papa. Was? In der Pause wird auch gefuttert, ja, aber noch nicht sowas. Vorsichtig sind wir auch gelandet. Im Mund von Papa. Selber schuld, ja, frei, so mach so eines. Wir sind im Mund gelandet. Ich habe auch gar nichts gemacht. Hm? Hört sich scharf an. Es ist scharf. Es hört sich wirklich scharf an. Das steht sogar auf der Verpackung. Hier. Steht drauf. Sag mal kurz. Scharf! Sie füttern schon den Papa. Ja, so lieb sind sie, ne? Hm. Er ist schon so ist alt und knackig. Da muss man ihn füttern. Oh, ja, das schüttelt mich. Ja. Das schüttelt mich. Papa, das ist deine Medizin. Muscheln biete ich dir nicht an, Johannes. Die habe ich sogar da. Für dich extra. Wir haben sogar noch mehr, willst du sie auch? Ich habe auch noch, ich behalte noch ein paar für dich, wenn du dann hier bist. Wir haben so noch 3-4 Packungen. Lass dir schmecken, also da wo es lang geht, brennt es. Was ist das für ein Rotz? Ja, warte mal, es ist scharf. Es brennt sogar ein bisschen im Bauch, ne? Die Jellybeans werden wahrscheinlich auch scharf sein, die ich bestellt habe, ja. Ja, die kannst du schön alleine. Oh Mann, dann, ich brauche dann... Oh. Jellybeans. Oder Wasabi. Was ist denn los, wieso eigentlich ich nur? Weil du musst Pferd hast. Boxhandschuhe, Corgis, Igel bitte nicht, Geldpistolen nur mit den Namen Stanley, Emilio und Luis bitte. Johannes, nein. Leute, nichts für mich schicken, denn ich hatte heute noch gar nichts. Das ist richtig gut. Emilio und Stanley hatten heute noch gar nichts. Frederik, wir spielen am Rad drehen und essen. Leute, neben der Kamera so durch. Die zwei hatten noch gar nichts. Simon, ja. Warte mal, dir mache ich mal kurz das Plus weg. Du hast gestern bei der Abonnentenverlosung gewonnen. Dir schicke ich entweder nachher oder morgen einen 15 Euro Amazon-Gutscheincode. Herzlichen Glückwunsch, Simon. Johannes, die hatten noch gar nichts. Noch gar nichts. Johannes, nein. Noch gar nichts hatten die. Viva la France, ja. Luis, jawohl. Ach, ah, nein. Ja. Ja! Oh, komplett irre! Ja! Alter, hat das zu mir. Ja! Trink. Butter! Zweimal Butter! Butter, mach die Butter! Diana, danke fürs Folgen, vielen Dank! Butter, jetzt geht die ran. Zweimal Butter! Ich nehme die auch extra. Achso, pinken wir Plastik. Oh, lecker! Oh, Alter, das ist ekelhaft. Also Butter so ist. Oh, lass mich, ich kann das noch nicht mal sehen, weil das ist schlecht. Wird mir so schlecht. Luis wird so schlecht vom Füttern, vom Löffel geben. Damit haben wir Stanley mal erwischt jetzt. Ich glaube, die geht's jetzt auch nicht mehr gut. Stanley, wir haben leider keinen Eimer. Du musst direkt ins Waschbecken. Ich bin ein Mann. Johannes, warum, Mann? Ich immer wenn ich mich freue, kommt sowas um die Ecke. Boah. Geh mal weg damit, ich kann's gar nicht sehen. Bitte Butter. Ah, Butter ungesalzen. Butter ungesalzen. Bitte keine Butter, sonst fällt ich. Wir haben kein Eimer, Papa, du darfst aber nicht. Aber ich hab keine Butter, ne? Scharfe. Ich hab doch schon scharf den Tomaten, mach dich noch mehr scharf. Geil. Oh. Ich feier das gerade. Noch mehr scharf, Leute. Finn, danke ja, fürs Papa. Folgen. Ich hab mega Mitleid. Mach ihn nicht wieder da. Oh, Papa. Oh, schüttel mich jetzt schon, ne? Ich mag nicht scharf. Und das ist auch so eine komische, so ein Stückchen drin auch noch. Mach doch noch voller, Stanley. Geht das schon? Geht das nicht voller? Kannst du noch so einen Berg drauf machen? Ja, aber einen Berg drauf gemacht, zusätzlich. Alter. Ich liebe Butter so. Dave, echt jetzt? Ich hab
Ich hab Bauchkrummeln. Dave, Johannes, Alter. Ess jetzt, sonst hab ich keinen guten Geschmack mehr. Weil ich Papa leid, weil ich Papa leid, sonst hab ich einen guten Geschmack. Luis hat dir gesagt, er will heute nicht, ist mir egal, was er sagt. Johannes, ein einziges Mal nur verschoben. Morgen, ab morgen kannst du alles machen, was du willst. Du kannst mir schicken, was du willst, aber bitte nicht beim Essen. Vielleicht lege ich ihn übers Knie. Mach doch, Leute. Und Leute, wenn ihr ein Motorrad schickt, dürft ihr entscheiden, wer von uns ein Glas Maggi. Jellybeans sind schlimmer, die haben wir auch auf dem Rad stehen. Also, alles dabei. So alles eklige. Oh Mann, Leute, ich will nicht mehr. Chaoten, Zicke, diesmal nicht Queen, Zicke. Hi. Das muss ich echt aufpassen. Leute, was haben wir ausgemacht? Mit dem Maggi-Glas. Was für ein Maggi-Glas? Sonst hat das Papa gesagt. Ich habe das nur so dahin gesagt. Das war aber nicht so gemeint. Johannes, danke schön. Macht Johannes das Plus danke. Weg. Danke. Aber gesagt. Der will auch live gehen. Aber gesagt ist gesagt. Danke schön. Gesagt ist gesagt. Ich sage jetzt was. Boxhandschuhe. Enten. Corgis. Corgis. Und Igel. Nicht. Oder Geldpistolen, genau, verschont Daniel. Oder Geldpistolen, dann schreibt ihr schön den Namen von den Jungs dahin. Dann dürfen die drehen und es zählt dann doppelt. Beim Riesenrad dürft ihr auch die Jungs den Namen drunter schreiben. Und dann machen sie das ganze Rad. Die Regel gesagt ist gesagt, ja, stimmt. Tick-Tack, nein. Die vergeht nicht wie im Flug, doch. Und Leute, ich sag euch, wenn ihr sagt, dass wenn ihr ein Motorrad schickt und mich nimmt. Ein tausendjähriges Ei. Und sowas gibt's. Das muss ich machen. Leute, na klar gibt's sowas. Wisst ihr, wie ihr es denn nicht glücklich machen könnt? Mein Koffer im Hintergrund schon gepackt? Ja, das Zeug hier. Das Ding, nee, sie meint den kleinen Koffer. Ach so. Das ist der Häkelkoffer von Chrissy. Die häkelt nämlich. Ja. Ich brauch Tic-Tacs. Leute, wisst ihr, wie ich es denn... Nessie, hi. Wisst ihr, wie ihr es denn nicht glücklich machen könnt? Wie? Nein, ich hab ein Motorrad. Was? Motorrad? Nein. Sag doch mal. Womit? Indem ihr Boxhandschuhe schickt und ja. Ein Pflaumenmus dreht. Ey. Ja, das also ein Pflaumenmus wäre genau sein Ding. Oder Butter fand er auch ganz toll. Ey. Ist schwarz und muffelt. Nee, den Birnen, nee. Ist nicht gut. Nicht noch mehr Müffelzeuge. Und das auf deinen Kopf. Ist nicht gut. Johannes, nein. Häkel mir ein paar Klamotten. Ja. Dann kann ich draußen überleben, Jenny. Echt jetzt? Extra langen und ganz knapp fette, dicke Wintersachen für Papa in Spanien. Ich mache euch erstmal eine Kiste rein, Leute. Moment. Jetzt. Fast verklickt. Fast verklickt. Jawohl. So. Mit leckeren Sachen macht. Nee, das ist ja nicht witzig. Glaube ich. Ich glaube, wenn das Universum kommt, häkelt Chrissy uns persönlich Kleider. Jenny, mach doch noch ein paar Muscheln rein in deine Nudeln, Spinat-Sahne-Soße und so. Ha? Schmeckt auch. Leute, wisst ihr, was das Geilste eigentlich fürs Rad mal wäre? Schoko-Zitrone. Schoko-Zitrone. Gemischt? Ja. Der Manga, danke fürs Folgen. Klar, nee, wir brauchen eigentlich nur Boxhandschuhe, weil er mag die Pflaumenmus. Nein. Emilio mag eigentlich alles, was da drauf steht. Nicht? Was, so ein Zufall, danke fürs Folgen. Corgis für Luis, Enten für Emilio, Boxhandschuhe für Stanley, Igel nicht. Die Muscheln kann ich alleine essen. Nein, Johannes. Es macht keinen Spaß, die alleine zu essen. Ich würde sie gerne mit dir essen. Im Live. Jawohl. Jawohl. Bei einer Geldpistole entscheidet ihr, wer dreht. Das, was er dreht wird, zählt doppelt. Beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Michel, hi. Uns geht's gut. Wie geht's dir? Es brennt immer noch. Aber trinken dürfen wir ja nicht, ne? Nein. Das Lied mit dem Planeten? Nein. Wird ja. Nicht gesungen. Das wird bei einem Handherzen gesungen. Nein. Der. Du kannst ja Maggi in deinen Red Bull machen. Nein. Ja. Ja. Du bist der Einzige, der das probieren darf. Ist so. Nein. Nein, Mutti darf es auch probieren. Ja, aber genau, wenn Luis Harry Potter Jelly Beans isst, ich bestelle ihn noch, dann isst du Muscheln. Das sind die Was jetzt. Sind Harry Potter Jelly Beans? Das weiß ich auch nicht. Ein genau. Essig. Mehr aber sie werden nicht so lecker sein, glaube ich.
Du hast heute Muscheln gegessen, dann lass es dir schmecken. Elena, Modis, darf ich das folgen? Ja, Dennis, Modis haben wir zurzeit. Oder Maggi? Nee, Björn. Oh. Das müsstest du mal probieren. Riesenrad fehlt, ja. Aber für die Jungs, nicht für mich, bitte. Hi, Tim. Tim, hi. Halli, oh nein, jetzt ist Tim drin. Ja, das ist doch nicht komisch. Das sind tolle Muscheln. Luis, einer ist langweilig. Okay. Dennis, kein Motorrad. Dann halt zwei. Dennis, die Kids müssen gewinnen, wobei? Dennis, kein Motorrad oder Riesenrad oder irgendwas für mich schicken. Wie nein. Motorrad? Doch. Nein. Doch. Nein. Na, für Magiklos. Ja. Ach ja, stimmt ja. Können die aussuchen. Oh. Nee, lieber nicht. Und wie gesagt, für ein Motorrad können die aussuchen, wer ein Magiklos trinkt. Mindestens 20. 20! Ja, bin ich auch der Meinung. 10. Was, 20? Was? Jellybeans. 10. Nein. Alter, 20. Mit einmal Mund. Harry Potter Jellybeans, jawohl. So. 20 nicht, 10. Team Emilio, dann Simon braucht man nur Enten. Nein. Der Emilio braucht Enten, wenn du in seinem Team bist. Der Stanley braucht Boxhandschuhe für sein Team. Hey. Der Luis braucht für sein Team Corgis. Ich habe kein Team, ich brauche kein Team. Igel Team hier. Nein, Igel. Ich brauche kein Team. Igel. Nein, ich bin Alleinkämpfer. Igel. Team Guck, Daniel. Team Daniel, Igel. Nein. 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 Leute, jetzt müsst ihr Das wird nicht verhandelt, genau, sehe ich nämlich Johannes, auch. Johannes, so. Das wird verhandelt. Nein. 10. Wird's nicht. 10. Verschont bitte. Warum, Frederik? Nein. Warum? Papa Luis, Johannes, gesagt. Ich habe ja nicht gesagt, ja. Genau, Team Daniel könnt ihr sein, aber ohne Igel zu schicken, das ist in Ordnung. Bei den anderen Teams bitte immer das schicken, was dem Team zusteht. Robert, danke fürs Folgen. Nick danke fürs Folgen. Folgen. Vielen, vielen Dank für den Support. Nicht Igel, Leute. Steht jedem Team zu. Was? Okay, 12. Höher gehe ich aber nicht. Hast du dich schon verstanden? 12 Jellybeans, höher gehe ich da nicht. Bei den Harry Potter-Dingern. Ich würde mir wünschen, dass du so einen Korn kriegst, dann nochmal drehen und dann Jellybeans. Das wäre cool. Wer es sich selbst cool für andere wünscht, will es selber. Für Team Kids hast du abgestimmt. Nein, Frederik. Raus. Ja. Nein. Leute, das werden wir noch sehen. Ich werben kann mit dem nochmal drehen, wenn man eine Geldpistole kriegt, nochmal drehen muss. Ja, das ist hart dann. Und dann nochmal drehen und dann nochmal. Ja. Hier das Dings. Nee, Team Emilio und Enten gibt es nicht, Toni. Doch. Nein. Gibt es. Nein. Alle, die Enten schicken, sind nicht Team Emilio. Justin musste ja schon für eine Boxhandschuhe. Nein, ich, das war für eine Geldpistole. Für eine Geldpistole 320 machen. Was? Weil er die ganze Zeit auf nochmal drehen hat. Du setzt dich in die Fußgängerzone für einen Planeten für mich. Björn, brauchst du nicht bei der Kälte. Du frierst da nur, wirst krank. Nicht, lass es lieber. Johannes, danke für die Schatztruhe. Macht Johannes bitte das Plus weg und bedankt euch bei ihm. Vielen, vielen Dank. Uns geht's gut, ihr Chrissy auch langsam besser. Welche Klasse gehen die Jungs? 5, 5, 7? Was? Was ist denn das für ein Gesicht, Mary? Nee, wer ist denn das? Da unter Mary? Oh, keine Ahnung. War schwarz. Hi. Hallihallo. Hi. Nein, brauchst Tim! Jawoll! Oh, Tim! Zum Glück, Tim. Jawoll! Tim, nichts für mich. Jawoll! Teufel, nochmal eine Ente! Tomaten! Wieso kommt denn immer nur Tomatenmark? Du machst eine Ente bitte? Ich krieg keine Tomatenmark. I make für mich selbst. Da kommt immer nein. Noch. Nein! Alter, nein! Pflaumenmus! Der Louis Emilio hat Pflaumenmus! Lecker Schmecker! Mm. Den mag wohl keiner so richtig. Machst du selber? Ja. Warum? Ich dran. Oh, ey. Das ist ja unfair. Du gehst nach Freiberg in Schule, hast du schon mal geschrieben, Sarah? Cool. Bei mir bin ich dran. Ey. Zum. Du wirst ausgelassen. Ich bin dran. Nee, jetzt los, komm, jetzt macht mal. Ist ja egal. Team Chrissy und Team Kids, Jenny, raus. Einmal bitte die Jenny stumm, bitte. Da muss Daniel stehen. Nicht Chrissy. Oder nicht Kids. Ja. Du und musst da kurz weg. Ja, muss. Einmal Pflaumenmus für Emilio. Das
Cindy, übertreib's mal. Jawohl, jawohl, Mary. Jenny, 5 Sekunden stumm geschalten. So muss das sein, Mary. Stumm geschalten? Weil ich das, weil ich so wollte und weil ich es kann. Jenny, oh. Kannst du nicht mehr schreiben, Jenny? Guck. Jenny, bist du noch... Oh nein, Tim. Nein, Tim. Böser Junge. Oh je. Böser Junge. Hast du nicht gemacht, Mary? Hat sie doch gemacht, Jenny. Hat sie gemacht. Team Dani natürlich. Jawohl, Frederik. So, jetzt, ja. Tim darf nochmal entscheiden. Jetzt kannst du wieder schreiben. Ja, es waren ja nur 5 Sekunden. Du 1, 2, 3, 4, 5. Der fällt sich aus. So. Stanley, du darfst. Und jetzt bitte auf nochmal drehen, komm. Dann machen wir gleich mal anstatt doppelt vierfach. Wehe, jetzt kommt etwas richtig Ekelhaftes, was ich gar nicht abkomme. Butter! Ah! Ja! Wieder zweimal Butter! Nicht schon wieder! Hat er vorhin schon gehabt! Hat er vorhin schon gehabt! Mach doch weiter! Aber er kann's halt. Ich bin ein Mann. Er kann's, ich bin ein Mann. Ich sehe es gleich bei der. Aber bitte, zeig das mal nicht so. Ich finde das voll eklig mit der Butter. Das zeig ich. Dir vor allem. Oh, Alter! Alter, voll viel! Wieso ist das so gehäuft? Hat der auch gemacht? Wir sind schon schlecht vom Zug oben, Leute. Ich finde. Auf Butter kauen, Alter! Tim! Jawohl! Schmeckt oh, wie viel! Alter! Wird mir schlecht, echt, ich guck da weg. Was bei mir um? Boxhandschuhe, jawohl. Jack Peters, danke fürs Folgen. Tim darf noch aussuchen. Oh. Warte mal. Die Abstand. Wir haben keinen Eimer da, lass es verspecken. Jack Peters, danke fürs Plus wegmachen. Er ist am Waschbecken, wir müssen kurz warten. Er ist am Waschbecken, aber nicht ausspucken. Komm mal schön wieder her. Er hat schon runtergeschluckt. Komm mal schön wieder her. Die andere war hier. Komm mal schön wieder her ins Bild, bitte. Ha, Und der Tim sagt, dreh nochmal. Also du hast eine Geldpistole und Boxhandschuhe nochmal. Warte mal. Ja. Ich halte es nur hin. Ja, komm. Ich habe nicht gesagt, erst. Du hast noch Boxhandschuhe und eine Geldpistole. Dreh schon mal. Hier ist noch was. Dreh schon was. Das ist jetzt normal halt. Das war jetzt nur Boxhandschuh. Nein, das war Igel. Boxhandschuh. Das war Igel. Boxhandschuh. Nein, das war Boxhandschuh und eine Geldpistole. Du bist zweimal dran. Wieso Igel? Igel bin ich doch. Nein, doch. Oh, zweimal Maggi und einmal Barbecue. Zweimal Maggi und einmal Barbecue nochmal hinterher? Ich komm hier nicht rein. Das ist wirklich, also Butter ist wirklich eklig, muss ich sagen. Ich komm nicht mehr raus. Doch. Ihr müsst das reinschütten, draufschütten. Was ist das? Barbecue. Einmal Barbecue und zweimal Maggi, ne? Oh. Also mit der Butter ist schon eklig. Du musst schon mal jetzt wieder herkommen, weil du musst jetzt wieder essen. Deswegen habe ich auch schon gekotzt. Oh, das war ein bisschen. Leo ist jetzt wegen dir auch nochmal Butter. Danny, der will dich da begleiten mit der Butter. Der hat auch sich 2 Löffel Butter gegönnt. Und jetzt das Maggi wird ihn killen, ich denke auch, Dani. Jetzt zweimal Maggi wird hart. Also nach der Butter und dem Barbecue ist hart. Schüttelt mich sogar beim Gucken. Ist mir sogar schon schlecht. Ich kotze gleich. Ist denn dir alles gut? Ja. Kannst du es noch ertragen? Leute, indem ihr Stanley quält, quält ihr uns auch. Du hast Hunger auf Butter und Maggi, Dave. Lass es dir schmecken. Oh, lass es dir schmecken. So, Leute. Er hat seine Dinger abgearbeitet mit Butter. Butter und Maggi. Ja, guck mal, er hat immer noch eine große Klappe. Er ist ein Mann. Alter, ich bin ein Mann. Nein, Jenny, ihr versteht's noch nicht. Nimmst du zwar nicht Mann. Ich bin ein Mann. Wieso genau? Wo? Wo ist der Planet? Wer hat ihn gesehen? Keiner. Wollt ihr unseren Papa im Kleid eingehen? Wollt ihr nicht? Ihr wollt lieber Stanley Butter essen sehen, habe ich das Gefühl. Da brauchen wir mal Boxhandschuhe für Stanley. Stanley ist ein Baby. Entenfilmilio. Corgis, ich will mal ganz kurz erklären. Entenfilmilio und Corgis für Louis Igel brauchen wir nicht. Geldpistole. Das entscheidet ihr und es zählt doppelt. Das hat Stanley schon
gemerkt, dass das so geht? Wir haben heute den 21. oder? Du bist böse. Und bei einem Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Einmal. Schick doch mehr für durch. Mich. Ich bin ein Mann. Erinnern kann er mal in der Boxhandschuhe reinschicken? Ja, ja. Ja, ja. Die Fragen kommen. Ich gönne mir jetzt einen Jelly. Oh, lass es dir schmecken, Sarah. Ich gebe dir noch einen auf den Weg. Nee, du schreibst keine Beschwerde, Johannes. Ich muss nachher noch nacharbeiten. Also heute bin ich wahrscheinlich bis 21 Uhr noch beschäftigt. Emilio hat bald Geburtstag, so ist es. Wo ist der Planet? Nicht da, auch nicht in Sicht. Und Gott sei Dank ist bald der November rum. Nein, wollt ihr nicht, Michael? Nein. Nein, genau, heute ist der 21.11., jawohl. Genau in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Was sagst du? Genau in zwei Wochen habe ich Geburtstag. Genau. Schick doch was für mich. Ihr traut euch noch nicht mehr. Nein, nein, nein. Hey, noch neun Tage, nein. Verrechnet. Stabile Goldkette, das ist keine Goldkette, das ist eine Silberkette. Die sieht nur gold aus von auf der Kamera. Ich habe auch zwei. Ich schreibe keine Beschwerden, lass das sein. Nein, nein, nein. Werdet gesperrt alle. Bei dem Beschwerdemanagement. Ihr habt nur ganz viel Angst. Emilio am 5.12. Da braucht er auf jeden Fall noch mal ein paar Enten für, damit er endlich mal 12 wird. Corgis für Luis, Boxhandschuhe für den hinter mir, der liebt Butter und Pflaumen. Also Pflaumus könnte ihn richtig ärgern. Oh, tut mir leid. Mit Pflaumus könnte ihn richtig ärgern. Bei einer Geldpistole. Papa und Planet, das muss. Nein. Bei einer Geldpistole entscheidet ihr, wer dreht. Was er dreht wird, zählt doppelt. Und ein Riesenrad. Und ihr entscheidet, wer das ganze Rad abarbeitet. Das war eindeutig. Hier, zeig. Die Boxhandschuhe. Der Papa hat am 15. August, ich habe am 20.10., Stanley hat am 9.11. und Emilio hat am 5.12. Schick Brot dazu, Björn, ist nicht erlaubt, auch trinken ist nicht erlaubt. Brot esse ich gerne. Immer wenn wir Ess-Challenges machen, dürfen wir im Live nichts mehr zu uns nehmen. Ja, da muss er durch. Musste ich auch schon, ja. Ich darf ja auch keine Muscheln mit... Jawohl, Andi. Andrea. Jawohl, Andi. Andi. Warum, nein, dreh dich um. Dreh mal. Sauber, Andi. Genau, richtig. Es trifft den richtigen Knoblauchsoße. Ja, es trifft den richtigen. Wir kommen aus Deutschland, User. Ich bin dran. Beim Universum gehe ich mit den Kids, ja? Pflaumenmus bitte, leider nicht, Tobias. Aber ich glaube, Knoblauchsoße ist jetzt nicht viel besser. Die riecht aber nicht lecker. Ich kann da schon gar nicht mehr mit hingucken. Ist eklig. Kotz ich ja gleich schon. Luis wird schon vom Füttern schlecht. Jawohl. Also, er will immer noch Boxhandschuhe, sagt er. Er sagt die ganze Zeit so, her damit, mehr. Also könnt ihr gerne mehr schicken? Nein, kein Problem. Komm, Boxhandschuh, komm ran auf den Meter. Dein Friseur im Urlaub. Jenny, ich lass mir die Haare wieder wachsen. Jawohl, Tim! Ich lass mir die Haare wieder wachsen. Ehrlich jetzt? Ja, mir ist zu kalt. Und noch einmal, Teufel, jawohl. Was hast du? Du bist dran. Einmal scharfe Soße. Ich mach selber bei mir. Und einmal Barbecue-Soße. Ja, dann mach. Jawohl. Wo sind die Johannes? Oder? Nein, Daniel, fängst nicht an aufzuladen. Johannes, danke für die Truhe. Bedankt euch bei Johannes. Macht ihm bitte das Plus weg. Vielen, vielen Dank. Echt jetzt? Ja. Was ist das? Die scharfe Soße? Ja. Und danach noch Barbecue. Lecker. Ich gehe ja schon mit Mütze. Trotzdem ist mir kalt. Aber Spiegel. Ja, ihr wollt das Spiegelei sehen. Nein, Jenny. Nee, nee. Ist vorbei mit Spiegelei. Oh, mir wird schon schlecht beim Zugucken. Wer wird mir schon beim Zugucken schlecht? Das eine Mal, da war ich ja dran. So, einmal Barbecue noch. Dreimal Handschuh waren da, Björn, sagt Björn. Nein. Waren da dreimal Handschuh, Leute, ja? Dann muss er nochmal drehen. Nein, waren da nicht. Mimimi, Daniel. Nein, Johannes. Da war noch ein Handschuh, ja. Na, viel Spaß. Dann muss er natürlich nochmal drehen. Drei Stück, jawohl. Na komm, du zappel beim Drehen so ein bisschen. Vielleicht kriegst du ja mal Pflaumenmus. Pflaumenmus!
Flaumus! Ja! Nein! Ja! Flaumus! Er liebt es nicht. Er liebt es eben nicht. Hm? Falsche Mütze, ich habe keine andere. Die Christi strickt mir keine. Jenny, was soll ich denn machen? Auf Ansage, Justin, auf Ansage. Schön ein Löffel, Justin. Ein gehäuften Löffel Flaumus für Stanley. Er liebt es nicht. Du lässt ganz viel auf dem Löffel. Ja, bitte, doch erstmal. Was? Komm. Man sieht dich kommen, du bist hinter mir. Du versteckst dich hinter mir. Guten Appetit, sagt die Caro, jawohl. User, danke fürs Folgen. Lecker Schmecker. Lecker Schmecker. Er liebt Flaumus. Sie sind noch 8 Minuten nicht drin, Leute. Nicht. Nein, kein Riesenrad für mich, nein. Wieso, was machst du denn jetzt? Nochmal? Ich muss noch dreimal. Nein, du hattest schon zweimal, das war das dritte schon. Das war so das Sokolwitz-Ketchup gewesen. Johannes, für mich als Spanier gibt es schlechtes Wetter und das ist tatsächlich der Winter und da kriegst du mich auch so nicht weiter raus. Gerade mal mit minus 3 Grad. Ist mir schon zu kalt. Für ihn. Bin ich nicht, kein Spaziergänger mehr. Nur minus 3 Grad. Nur? Das ist voll viel. Das ist kalt. Gestern Abend sagte er, heute früh war das. Ich brauche 40 Grad im Schatten, dann fühle ich mich wohl. Er sagte, Sabrina, hi. Minus 3 Grad. Er sagte, weißt du was, wisst ihr, was er sagte? Und dann, er sagte nämlich, ein Corgi macht mir nichts. Hat er gesagt. Er sagt, Boxerschuh macht ihm nichts. Ich lasse ihn einfach nicht mehr ausreden. Enten für Emilio, Igel einfach nicht. Schick mal Enten. Ja! Jawohl, er wollte einen Corgi, er kriegt einen Corgi. Jawohl. Lass ich mir nicht vergehen. Uns geht's gut, Sabrina, wie geht's dir? Daniel, TikTok, nein, die Zeit geht nicht vorbei. Nochmal, also zählt's jetzt doppelt, Leute. Zweimal Tomatenmark, scharf. Das mache ich selber. Best Friend, danke fürs Folgen. Vielen Dank. Nein, die hier brauchen wir nicht, Vanessa. Mache ich aber selber. Nein. Hä? Ich dachte, wir machen eine Reihenfolge. Eigentlich eine Reihenfolge, dachte ich auch. Deswegen auch bin ich, ja, weil ich dran war. Noch erkältet, oh je. Bei 18 Grad ist mir auch noch zu frisch. Und ich brauche mehr Temperatur, ich brauche mehr Wärme. Ja. Ja, einmal. Das war einmal, erzähl noch mal. Das war zweimal. Ich weiß. User, kannst du gerne machen? Das war der falsche Löffel. Dani, Glück auf. Was war denn das für drauf? Flaumus. Nein, ich brauche so 30, 35 Grad brauche ich, Leute. Boah, ey. Das Flaumus mit Tomaten. Flaumus mit Tomatenmark zusammengemischt, das ist ja eklig. Jetzt weiß ich, warum er sich so schüttelt. So, dass er sich gar nicht geschüttelt. Das ist eklig. Nein, Vanessa, wenn man mich ärgern muss und bei mir extrem viel macht. Wenn du das jetzt mir gibst, das gibt Rache. Was denn? Hallo, ihr habt dreimal hintereinander bei mir gemacht, also was soll ich denn sagen? Der Löffel, den sieht man nur ein bisschen, warte mal. Der ist voll. Okay. Ich würde sagen, der ist voll. Jawohl. Lenny, der Emilio ist gerade am Rand, weil er Luis erstmal essen muss. Aber er traut sich nicht. Wo ist denn der Mann? In dir. Ja, er ist ein Gorilla. Ich höre den Das ist so cool. So, Leute. Also, weiterhin Corgis für Luis, Boxhandschuhe für Stanley, Enten für Emilio, Igel brauchen wir nicht. Bei einer Geldpistole entscheidet ihr, wer dreht. Alles, was dreht wird, zählt dann doppelt. Ein Riesenrad und ihr entscheidet, wer das ganze Rad einmal komplett durcharbeitet. Lenny sagt, Luis, hi. Das Einzige. Er sagt hi. Auch, hi. Hi. Das Einzige, was wir heute neu haben, was wir neu haben, ist Mayonnaise. Da kam aber noch keiner drauf. Muscheln kam heute auch noch keiner drauf. Für Luis keine mehr. Warum nicht, Nessie? No. Warum? Keine mehr. Doch. Nein. Doch. Er ist ein Mann, sagt er. Ich bin ein Mann, aber keine mehr. Ein Mann, der kann. Ein Mann, der kann nie mehr. Kann nie mehr. Du bist gut. Jawohl. Ansonsten sind wir noch 4 Minuten drin. Dann sind wir raus. Der hat zu viel leiden müssen. Nein. Nein, der kann immer noch reden. Leute, wisst ihr, was ich heute nur abgekriegt habe? Scharfe Tomatenmark. Mehr habe ich heute nicht. Lenny sagt auch, du musst noch mal essen. Tausendmal. Blind. Nein, Johannes, brauche ich nicht. Maggie, trinken tue ich, Jenny, habe ich ja gesagt, am Anfang des Lives.
So ein kleines, also ein normales Glas, so gefüllt für Motorrad. Dürft ihr entscheiden, wer es trinkt. Also ihr müsst nicht unbedingt mich nehmen, ne? Also ich hätte gesagt... Nehmt auch mich, ihr traut euch noch nicht, denn ich schaffe es immer. Ich hätte gesagt, Mann... So genau, alle sollen leiden, aber den Daniel verschonen. Ja, aber nicht voll. Na, bis zur Hälfte. Nein! Doch. Nein, hier so, so. So! Weißt du, wie viel das ist? So, so, Alter, so. Auf einmal? Hier hätte ich gesagt. Leute, macht, ja, dann mach du das aber. Nee, die dürfen entscheiden, wer. Ja. Dank dem haben wir jetzt einen neuen Spruch. Ja. Hä? Tick, tack, die Zeit läuft ab. Aber es war kein Handherz. Der Planet ist im Flug und tut Daniel gut. Der Original Paella kann ich dir machen, Daniel, das ist kein Problem. Und er wird, nein, nichts mit TikTok. Wenn ein Planet kommt, singen wir das neue Lied. Wenn ein Planet kommt? Wenn ein Handherz kommt. TikTok. User, danke fürs Folgen. Vielen Dank. Ihr hört auf zu lachen, das ist nicht witzig. Dave, was kommst du denn auf Ideen, sag mal? Oh, Björn, kannst du mir das nochmal irgendwie, mich da nochmal verlinken? Ich habe es wahrscheinlich übersehen. Das musst du mal bitte nochmal machen. Nee, ich mag TikTok nicht. Für einen Skydancer dreht die Chrissy, ja. Wenn sie hier schon TikTok machen kann, dann kann sie auch für einen Skydancer drehen. Also, Johannes, mega Idee. Finde ich auch. Dann kann sie auch mal drehen. Genau. Aber für eine Geldpistole, wenn der Chrissy unterschreibt, dreht sie auch. Jawohl. Ja, dann kannst du ruhig mal herkommen. Christi und nicht nur TikTok machen. Christi hat Hunger bestimmt. Was? Christi hat Hunger bestimmt. Ja, du magst TikTok auch, Mary. Ja, das ist toll. Ich nicht. Wir brauchen aber noch ein Lied fürs Universum. William, hi. Ja, out, genau. Ganz genau. Universum, dumm, dumm. Kannst du mal süßer. Tack. Chrissy läuft verschont. Nein, nein, Dave, bleibt sie nicht. Lenny, danke schön. Jetzt hör mal auf, mir am Hintern zu fummeln, Mann. Mach ich doch nicht. Ach, Alter, die ganze Zeit, Mann. Was redest du? Du machst mit deiner Jacke irgendwie so und knallst die ganze Zeit. Mach ich gar nicht. Ich hab nur irgendwas in meinem Pullover drin. Ich glaube, Chrissy hat nicht gehört, was wir gesagt haben. Ich hab die ganze Zeit diese komischen Fusseln. Johannes, danke für die Kiste. Da will ich da so rausgehen. Deswegen gleich 5 Minuten, Johannes. Toll. Danke. Boah, ich muss noch arbeiten, Jungs. 5 Minuten. Ich muss noch arbeiten gehen. Wo? Nein, ja, das ist dann. Tick, tack, die Zeit läuft ab. Keine Ahnung. Der Planet im Flug, den tut dem Papa gut. Also Chrissy ist schon hier, ein Skydancer oder eine Geldpistole und Chrissy drunter schreiben und sie dreht am Rad. Beim Skydancer einmal, bei einer Geldpistole zählt es doppelt. Und Leute, für ein Riesenrad arbeitet sie das Rad ab. Einmal komplett. Also hier TikTok sagen kannst du? Ja. Und dann bin ich durch. Ja, sie hat so gemacht. Sie hat so, ja, nee. Bist du durch? Nein. Aber TikTok hier machen geht. Nein. Schnack. Nein, nein, nein. Also. Jawohl. Teufel. Jawohl. So fängt es an. Jetzt noch ein hinterher. Eine Geldpistole und ein Riesenrad. Und ich gehe arbeiten und sie kann essen. Jawohl. Jawohl. Ich dachte gerade, du zeigst Gewürzketchup. Wer ist denn dran? Teufel! Stimmt. Leute, lasst aber verschont sie jetzt nicht. Jetzt ist sie schon mal da. Mit TikTok konnte sie auch singen hier. Wir brauchen ein Handherz. Mio macht extra. Wir müssen ein neues Lied lernen. Weil Chrissy sagt, toll, Mann. Einen ganzen Löffel voll. Schön gehäuft, bitte. Schön gehäuft. Doch, übertreiben. Okay, das ist übertrieben. Das ist wirklich übertrieben, denn es läuft schon runter in mir, Junge. Ja, macht nichts. Essen, komm. Voll auf die Flasche. Mach ich gleich so. Die schönste Frau der Welt ist, da sagt Leo, die schönste Frau der Welt dreht nochmal am Rad. Tim, jawohl. Tim, danke. Sauber. Tim! Komm einfach, dreh, nicht meckern. Kannst jetzt auch TikTok singen beim Drehen. Schickt Handherzen. Nochmal drehen, das zählt doppelt. Jetzt zählt's doppelt, Leute. Jetzt zählt's doppelt. Jetzt muss Butter kommen. Chrissy mag Butter nicht. Knoblauchsoße. Oha, zweimal. Das lasse ich mir nicht finden. Chrissy soll auch ein bisschen leiden, jawohl. Wer schon TikTok sagen kann, muss auch ein bisschen leiden, finde ich auch. Hallo, ich bin die, die coole Lieder hier rein mit euch. Ja, coole Lieder, aber die sind nicht für mich. Darf ich den Löffel nehmen? Oh. Das ist der Butter. Nee, machen nicht, nein. Och, Mann. Das ist extra der Löffel. Klar wollen wir Chrissy ärgern. Spacey will das auch.
Für den Planeten zusammenlegen? Nein, Björn, nein. Ja. Ih, Chrissy gibt kein Knutsch mehr. Nee. Jetzt schmeckt sie. Eschi ist ja auch wieder. Chrissy ist nicht satt, Spacey, nein. Eschi will auch was sagen. Eschi ist auch da, Jenny hat ihn gesehen. Jawohl. Ich will auch was sagen. Hoppala. Eschi sagt jetzt auch. Hi. Wir haben noch 2 Minuten, solange ist die Kiste noch drin, dann sind wir auch raus. Nein, Johannes, warum? Ja, Johannes, denn er kann es. Nein. Jawohl. Nein. Ja, ich mach Hallo, ne? Das ist Escher, nicht Maggie, genau, das ist Escher. Maggie, die schläft beim Justin gerade im Bettchen. Maggie ist lieber am Liegen und Escher am Kuscheln. Und Escher ist wirklich immer am Kuscheln und wird ganz oft bei uns sein. Ihr versüßt mir die Nachtschicht, Björn, das ist toll, das freut uns. Genau das ist der Sinn und Zweck unserer Lives, dass, euch, ja, dass man euch einfach mal ein Lächeln aufs Gesicht bringen kann. Genau. Für was anderes machen wir das hier nicht. Was jetzt? Jenny, der Aufruf, ne, ist nicht fair. Hand Herzen. Nein, sie will alle aufrufen und sie sollen sich alle bei ihr melden. Für den Planeten. Ja! Ihr seid stark! Johannes! Tolle Follower! Ich möchte die doch, guck mal, die Dose ist zugeblieben. Ich behalte sie in Ehren für dich. Die Muscheldose. Myla, danke fürs Folgen, vielen Dank. Team gegen Papa! Tick, tack, die Zeit läuft ab. Der Planet ist im Flug und tut dem Papa gut. Tut er nicht, tut er nicht. Tut er niemanden, der tut niemanden gut. Nein, nein. Tschaka! Die haben sich alle gegen mich verschworen, ja? Und ich muss gleich noch arbeiten und die haben frei, ja, alle. Team gegen Papa! Woo! Woo! Pro Fingerherz bekommt er schon Leckerli. Nein, nein, dann platzt er dann. Dann platzt er. Das geht nicht. Dann macht so hier. Handherz war, haben wir gesungen? Sie haben gesungen. Haben wir gerade gemacht. Wir brauchen eigentlich nur noch einen Skydancer die letzten 10 Sekunden. Oder eine Geldpistole, wo Chrissy draufsteht. Nein, die Geldpistole nochmal für den Dani. Oder das Beste wäre, wenn jetzt noch das Riesenrad kommt, Leute, dann dreh ich ab. Denn dann muss Dani das ganze Rad machen. Ja, ich muss noch arbeiten, ich habe nur Pause. Ich habe gerade nur Pause. Wie war das? Eine Tüte Mitleid, bitte. Ne, warum macht ihr nicht mit? Ich bin raus, Leute. Ich bin raus hier. Ich auch. Wo willst du hin? Denn es macht ja keinen Sinn, vorzugehen. Alter. Ich halte dich fest. So, Leute. In diesem Sinne, die Kiste ist durch. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr so supportet habt, mitgemacht habt, gefolgt habt, plus weggemacht habt und uns leiden lassen habt. Und hört den neuen Song. Mhm. Jawohl. Zumindest ein Spruch. Morgen 18 Uhr sind wir wieder für euch da. Wir sind auch gerade noch ein bisschen am Überlegen, was wir so alles neu bringen können. Das kommt aber, das wird ein bisschen dauern. Aber es werden neue Dinge kommen. Ja. In diesem Sinne. Denkt immer schön dran. Genau. Wollt ihr euch den Abend versauen, müsst ihr Chrissy, Daniel und die Kids schauen. Lasst doch einfach mal ein Like da oder auch einen neuen Follower. Tschüss. Ciao.